Herzlich willkommen in der Ferienzeit. Hier fliegen wir ja alle gerne auch mal in den Süden. Während dem langen Fliegen ist es natürlich mega wichtig, dass wir uns gut vorbereiten. Sprich, packen Sie ruhig Ihre Reisestützstrümpfe ein, wenn Sie Probleme haben mit Ihren Venen oder schon mal Thrombose haben, tun Sie auch mit Ihrem Hausarzt darüber reden, ob es vielleicht sogar nötig wäre, eine Tablette zu nehmen oder vielleicht sogar auch präventiv eine sogenannte Blutverdünnungsspritze. Jetzt, weil man ja dort sehr steif und sehr eng gereiht immer nebeneinander muss sitzen, wäre es aber hervorragend, wenn wir zwischendurch uns auch ein bisschen bewegen könnten. Dafür zeige ich Ihnen heute gerne ein paar Übungen, damit es Ihnen nicht so langweilig ist auf dem Flüger, aber Sie auch ganz gut können Ihren ganzen Körper durchbewegen. Wir starten gerade mit den Füßen. Darum darf ich Ihnen gerade den Blick zeigen auf meine Füße. Sitzen Sie so vorne her, dass Sie mit den Füßen den Boden berühren können. Dort müssen Sie halt natürlich die Übung nicht machen, wenn der vor Ihnen den Sitz zu fest nach hinten gestellt hat. Und fangen Sie an, Ihre Fersen zu lüpfen und Ihre Zehen zu lüpfen. Richtig schön abwechslungsweise Vorfuß lüpfen und Fersen lüpfen. Und Sie merken auch sofort, dass hinten die Wadeln angespannt werden müssen, wenn Sie auf die Zehen gehen. Und dass Sie das vordere Schienbein bewegen müssen, wenn Sie wollen, die Zehen auflüpfen. Richtig schön das machen. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie jede Bewegung vielleicht so eine Minute, zwei machen. Und da wird es Ihnen auch gar nicht besonders langweilig dabei. Die nächste Übung, für die rutschen Sie hinten auf Ihrem Sessel. Die können Sie ganz gemütlich machen. Wir bleiben bei den Füßen. Sie nehmen die Füße in die Luft und Sie machen ein paar Fußkreise. Und da dürfen Sie sich ruhig auch Zeit lassen, weil Sie werden merken, je langsamer Sie so ein Fußkreisen machen, desto schwieriger ist es, die Bewegungen flüssig zu machen. Sie sehen auch bei mir, die sind nicht ganz so flüssig, sondern manchmal wie ein Zahnrädchen ein bisschen abgehackt. Und das ist super für die Zirkulation von unseren Füßen, von unserem Blut, aber auch für die Koordination von diesen Muskeln. Das dürfen wir übrigens auch ganz gerne daheim machen und muss nicht unbedingt nur im Flugzeug der Fall sein. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter noch mal zu den Zehen und machen ganz etwas Einfaches. Und zwar, wir rollen unsere Zehen ein, das kann man ja hervorragend in den Schuhen machen, und strecken die Zehen wieder aus. Die Zehen einrollen und wieder ausstrecken. Einrollen und wieder ausstrecken. Die ganzen Fußübungen sind eben vor allem auch so ein bisschen zum Thrombose vorzubeugen und irgendeinen Stau in den hinteren Oberschenkel oder in den Wadeln, wo man halt einfach unweigerlich bei diesen langen Sitzpositionen haben. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter rauf und kommen zu unseren Beinen. Für das ziehen wir das Bein so weit, wie es geht, aufziehen. Haben uns vielleicht sogar vorne am Knie oder hinten in den Kniekehle. Probieren das so weit aufzuziehen, wie wir das können. Und dann als Gegenbewegung probieren wir das vorne so ein bisschen unter dem Vordersitz auszustrecken. Dann ziehen wir das wieder rauf, so weit, wie wir können. Und strecken das wieder aus. Probieren Sie dabei auch möglichst gerade zu bleiben mit dem Oberkörper, dass Sie sich nicht zu fest wie ein Gipfel zusammensinken lassen. Strecken Sie das aus und wieder herziehen. Und dann machen wir natürlich das Gleiche genau mit der anderen Seite. Bein ausstrecken. Bei Ihnen sieht es vielleicht so aus. Vielleicht kommen Sie nur so weit. Das ist völlig okay. Und ausstrecken. Knie anwinkeln, herziehen. Knie strecken, Oberschenkelmuskel anspannen. Bringen Sie richtig die Muskeln zum Pumpen. Dann ist es langweilig, wenn wir uns so lange nicht bewegen können. Gut, prima. Dann kommen wir etwas weiter auf in den Schulterbereich. Und zwar machen wir ein paar rollende Bewegungen mit unseren Schultern. Das Schulterkreisen, das kennen Sie sicher alle, indem wir richtig schön die Schultern aufziehen zu unseren Ohren und dann gehen wir hinten runter. Das heisst, wir gehen zuerst von vorne nach hinten, machen das fünfmal. Schön langsam, auch hier wieder, wie bei diesen Fußkreisen. Tun Sie nicht pressieren, Sie haben ja Zeit. Sondern nehmen Sie sich wirklich schön die Zeit, damit Sie eine qualitativ schöne Bewegung machen können. Und dann gehen wir von hinten nach vorne. Auch das machen wir mit der 5 Wiederholungen lang. Die Hände können Sie ganz gut währenddessen auf den Oberschenkel abgelegt behalten. Oder einfach auch so hängen lassen. Und dann kommen wir noch zu unserem letzten Körperteil und das ist unser Nacken.
Und für das machen wir einen Halbkreis. Das heisst, sie legen ihr rechtes Ohr auf die rechte Seite ablegen. Und dann wie einen Halbkreis, einen Halbmond, legen sie den Kopf nach vorne durch. Kreisen, bis sie mit dem linken Ohr auf der linken Seite sind. Und dann gehen sie wieder zurück. Hin und her. Der Oberkörper bleibt hier dabei ruhig. Die Schultern sind weit weg von den Ohren oder ziehen sogar fast ein bisschen weg von den Ohren. Hin und her. Spüren Sie, wie all die Muskeln in Ihrem Nacken bis hinten runter zwischen die Schulterblätter einen so kleinen leichten Zug bekommen. Und am Schluss kommen Sie wieder schön gerade auf und versuchen wieder die ganze Wirbelsäule schön in eine ganze Linie einzureihen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen einen guten Flug zu wünschen und ich hoffe, es geht Ihnen nach diesen Übungen schon wieder ein bisschen besser und Sie können ein schönes, entspanntes Nickerchen machen.